Jungfrau, hallihallo, Jungfrau, was ist das, was ich dir mit auf den Weg geben darf? Lass uns mal schauen. Jungfrau, bist du in der Situation, wo du dir selber manchmal im Wege stehst? Ja? Bist du gerade in einer Situation, wo du dich gefangen fühlst, wo du dich unsicher fühlst, wo du dich überfordert fühlst, wo du dich abgeschlagen fühlst? Bist du gerade in einer Situation, wo du einfach sagst, okay, mir geht's gut, aber auf der anderen Seite nicht wirklich? Wenn du einfach merkst in der letzten Zeit oder jetzt gerade oder nächste Woche, du brauchst eine Auszeit, mach das. Sei vorsichtig mit deinen Gedanken, sei vorsichtig, wie du deinen Körper achtest, sei vorsichtig, worauf du hinaus arbeiten möchtest. Es kommen in der nächsten Woche die Antworten, die du brauchst, ja. Aber es ist wichtig, dass du hier als Jungfrau Geborene wirklich auch in deiner eigenen Stärke, in deiner eigenen Kraft bleibst, ja. Ein Hinterhalt, eine Lüge, eine Enttäuschung, eine negative Botschaft kann auf dich zukommen. Etwas, womit du nicht gerechnet hast, ja, kann dir den Fass unter dem Boden wegreißen. Bleib in der Ruhe. Alles kommt wieder in den richtigen Bereich. Alles kommt wieder in den richtigen Flow. Mach dir nicht zu viele Gedanken, sondern deine mentale Ebene, dein Kopf, ja, deine Gedanken können dir wirklich hier einen Strich durch die Rechnung machen. Und du musst vorsichtig sein, wie du dich äußerst mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Gedanken, mit Handlungen. Deine Ängste, deine Zweifel, ja, sind eine Sache. Deine Intuition, dein Glaube ist eine andere Sache. Die Liebe ist wieder eine andere Sache. Versuche nächste Woche den richtigen Flow zu finden, ja, und drehe das Rad rum und versuche einfach aus der Liebe heraus, aus der Sicherheit heraus, neue Wege zu gehen, egal ob es in der Liebe ist oder in der Gesundheit. So wie du gerade agierst, Jungfrau, kann es nicht weitergehen. Wir brauchen hier eine Veränderung, die schon auf dich zukommt, aber es heißt nochmal ein bisschen Motivation und dann werden die Sachen viel besser laufen. Jungfrau, schreib mich an, ich helfe dir gerne. Gerade im Thema Liebe und Gesundheit ist es hier wichtig, ein bisschen tiefgründiger reinzugehen. Wir kommen halt auch bald wieder für die Monatslegung Mai ins Rennen. Das heißt, nächste Woche kommen die Monatslegungen im Mai schon raus. Sei also gespannt. Zwei Termine für April habe ich noch. Denk dran, neue Handynummer findest du auf YouTube. Bis dahin, alles Liebe, bye.